Geben Sie uns doch mal einen kurzen Ausblick, was die Wahlen in, also die nächsten Präsidentschaftswahlen für uns bietet. Zum einen, die Demokraten bleiben an der Macht. Zum anderen, Republikaner, egal mit welchem Kandidaten, Trump oder DeSantis oder wer auch immer, Republikaner kommen wieder an die Regierung. Was bedeutet das nicht nur für uns als Europäer, sondern für die Welt? Zwei Dinge. Es geht jetzt 2,5 Jahre vor der Wahl, wenn wir jetzt schon in dieses Wahljahr starten, also 2024 ist die Wahl, jetzt sind wir quasi schon mittendrin im Kleinkampf, alle der Republikaner, die sich jetzt gegebenenfalls für den Platz an der Sonne qualifizieren wollen, sind jetzt schon in Iowa und divers im Vorwahlkampf oder im Wahlkampf quasi. Es geht jetzt für uns Europäer darum, das Interesse Amerikas, der Fokus Amerikas auf und in Europa zu halten. Das wird natürlich ganz klar durch den Ukraine-Krieg gemacht. Aber dennoch, wenn es gerade um grundsätzliche Dinge geht, jetzt hatten wir gerade groß in der Presse nochmal das Inflationsreduktionsgesetz. Wir müssen zusammen, Europa und die USA, als Problemlöser uns präsentieren. Und das, was das an wirtschaftlichen Zugewinn abwirft, quasi bei den Republikanern und den republikanischen Staaten verankern. Denn, und das sehen wir eben jetzt schon im Wahlkampf, es wird ein anderer Ton angeschlagen, der anders oder diametral entgegengesetzt zu dem, was ein Joe Biden gerade macht, nämlich überall die Verhältnisse zu Verbündeten zu verfestigen. Das ist nicht unbedingt im Interesse der sich zurzeit möglicherweise zur Wahl stellenden Republikaner. Im Vorwahlkampf sind Menschen wie Nikki Haley, die frühere UN-Botschafterin unter Trump, Donald Trump natürlich selber. Und wer sich jetzt gerade in Stellung bringt, ist natürlich der Gouverneur von Florida. Und Ron DeSantis hat, während wir hier sitzen, noch nicht mal vor 24 Stunden gesagt, die Ukraine sei nicht im Kerninteresse der Vereinigten Staaten. Und wenn das natürlich der Fall ist und wir schauen nochmal auf die Finanzspritzen der letzten paar Wochen der Amerikaner für den Ukraine-Krieg und für die Waffenaufkäufe und die Munitionszusicherungen, die kommen gerade alle aus dem Exekutivhaushalt oder aus einem Exekutiveimer des amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Das läuft zurzeit nicht über den US-Kongress. Denn was ins Haus steht, sind große Debatten darüber, wie die Ukraine weiterhin mittelfristig, langfristig unterstützt werden kann. Diese Regierung hat eine langfristige Unterstützung zugesagt. Aber das kann natürlich, wenn das Weiße Haus anders besetzt ist, ganz anders aussehen. Das heißt, Europa muss jetzt alles dafür tun, in Partnerschaft mit den USA zu bleiben. Bei den ganz großen Fragen der Systemarchitektur, der wirtschaftlichen Integrität und Funktionalität, also nicht im Sinne von sich weiter in Dependenzverhältnisse mit den USA begeben. Aber Tatsache ist zum Beispiel, dass unsere Energiezufuhr über natürlich LNG, selbst wenn wir auch mit anderen Partnern gerade verschiedene Verträge abschließen, vornehmlich zurzeit von den Amerikanern kommt. Also wir müssen schauen, wie wir unsere Wirtschaftsverflechtungen weiterhin partnerschaftlich gestalten, so dass für alles, was uns als Europäer am Herzen liegt, und das hat man in der Abschlusserklärung von Frau von der Leyen und Herrn Biden bei dem Besuch in Washington der Kommissionspräsidentin gesehen, nämlich ein ökologischer, grüner, digitaler, schneller, wirtschaftlicher Umbau, dass wir uns eben den großen Problemen der Welt gemeinsam stellen, dass wir das gemeinsam hinbekommen, dass da kein Blatt zwischen uns passt und dass wir das ordentlich verhandeln. Denn da wollen auch die Republikaner nicht Nein sagen. Und ich denke speziell an den Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, der in Davos unterwegs war und immer von seinem Assistenten hat berichten lassen, na, Gouverneur Kemp glaubt nicht an menschengemachten Klimawandel. Aber was er sehr wohl glaubt ist, Georgia is open for business. Und eine Art und Weise eben zu verankern, diese Transformationsprozesse auch bei den Republikanern, ist so zu argumentieren. Und ich glaube, wir erleben einen amerikanischen Präsidenten, der das ganz geschickt macht, der nämlich genau diese Gewinne in die Bundesstaaten spült. Denn ganz generell sollten wir auch in Europa stark darauf achten, was in den einzelnen Bundesstaaten in den USA zurzeit passiert. Da sind die Kulturkämpfe am stärksten, am deutlichsten, am lautesten, die sich aber dann auf anderer Bühne wieder auswirken. Da sind die Kämpfe um
ein funktionierendes Wahlrecht in den USA am stärksten, am lautesten und werden erst wieder quasi im Juni vom Supreme Court sich angeschaut, aber sind mitunter sehr bedroht. Und da werden Weichenstellungen getroffen für das, was in einem Washington gerade passiert oder nicht passieren kann, weil wir einen Kongress haben, der quasi in der Mitte gespalten ist. Das heißt, wenn wir wissen wollen und verstehen wollen, wie sich Amerika weiterhin bewegt und wie Macht wirklich in Amerika funktionieren wird, müssen wir uns sehr schlau angucken, was in den Bundesstaaten sich abspielt. Denn es ist womöglich wahr, dass ein Gouverneur, und zwar der Gouverneur von Florida, am Schluss der ist, der quasi auf dem Wahlzettel steht. Und um zu schauen, wie sich Amerika entwickelt, müssen wir zum Beispiel eben jetzt ganz genau nach Florida schauen. Und wenn Sie jetzt wir sagen, dann meinen Sie die Europäer oder meinen Sie die Deutschen? Ich würde mir sehr wünschen, dass eine Bundesregierung nicht nur, aber auch natürlich eine Europäische Kommission quasi auf Augenhöhe mit den Amerikanern verhandelt, aber dass auch eine Bundesregierung sich progressive Möglichkeiten einer vertieften transatlantischen Kooperation nützlich macht. Zwei Initiativen, die gut sind, die ausbaufähig sind, ist einerseits das, was ich hier mache, nämlich das US-Deutsche Zukunftsforum mit zu koordinieren mit diversen Partnern, dem State Department, dem Auswärtigen Amt, dem American Institute for Contemporary German Studies und eben der Bertelsmann Stiftung, wieder zu sagen, wie bekommen wir eine neue Generation in das transatlantische Verhältnis, aber problemorientiert und fokussiert auf das deutsch-amerikanische Verhältnis. Das erste Forum, was wir abgehalten haben am Rande des G7-Gipfels mit Annalena Baerbock und Secretary Blinken, hat sich eben genau mit der Frage beschäftigt, wie kriegen wir eigentlich Technologie und Demokratie zusammen, sodass Technologie Demokratie unterstützt. Und diese Probleme zu bearbeiten, intergenerationell mit Expertise, die vielleicht vorher nichts mit dem transatlantischen Verhältnis zu tun hat, um das zu verfestigen an der Bevölkerung. Das ist nicht unwichtig. Und umgekehrt gibt es ein Wirtschaftsforum, soll es ein Klimaforum geben. All diese Dinge des Austausches im Sinne des Proof of Concept. Was können wir eigentlich gemeinsam besser leisten, als wenn wir es alleine täten? Gerade angesichts der Fülle, der Schnelligkeit und der allumfassenden Problemstruktur, die gleichzeitig auf uns niederprasselt. Das ist mein großer Wunsch für das transatlantische Verhältnis. Da kann auch die Bundespolitik einiges mehr tun. Und sie kann auch noch einiges mehr tun, zu verstehen, was die politischen Sachzwänge in den USA sind und sein werden. Denn es ist ein Land, was sich in der Tiefe verschiebt. Aber selbst auch diese Verschiebungen können auch auf ihre Art und Weise zu uns kommen. Wir denken an das ganze Thema Deindustrialisierung, was das mit der Demokratie, mit dem Wählerverhältnis in den USA gemacht hat. Auch wir erleben schwere wirtschaftliche Schocks, welche Auswirkungen das auf das System der gesellschaftlichen Ausgaben hat, auf unser Verständnis von Gleichheit. Auch das wird in irgendeiner Weise hier quasi verhandelt werden müssen. Das heißt, es ist immer gut, in dem Sinne mit Amerikanern im Gespräch zu bleiben, genau hinzuschauen, Dinge nachzuvollziehen, vielleicht anders zu machen, aber auf jeden Fall eine enge und zwar eine problemorientierte, aber eben auch lösungsfindende Zusammenarbeit zu finden. Da kann die Bundesregierung einiges mehr noch tun, aber dafür hat sie auch gute Menschen ins Rennen geschickt. Hier gegenüber sitzt Michael Link und sitzen die Kollegen des AA und wir sind ja auch noch da. Also wir tun einiges dafür. Abschließend dann auch dazu, wie sind wir denn tatsächlich aufgestellt, eingangs hatten Sie vorhin gesagt, die Amerikaner sind sehr lösungsorientiert und gehen pragmatisch ran. Wie sind wir jetzt aufgestellt auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 natürlich das Schlechteste ist und 10 hoch, mit der derzeitigen Regierung auch wirklich in Action Mode zu kommen? Das ist eine sehr gute Frage, die numerisch schwierig zu beziffern ist. Wir sind zumindest in einem ständigen Dialogformat. Also würde ich vielleicht eine 4,5-5 geben. Die Amerikaner sind in dieser Administration interessiert daran, die sind fast experimentell in ihrer Außenpolitik, wie sie einfach bestimmte Dinge plakativ wählen und dann mit Leben füllen. Das ist anders als die Obama-Administration. Auch die haben schon den Pivot to Asia ausgerufen. Dann kam aber faktisch nicht so viel. Da war die Bedrohungslage eine andere. Da waren
Wege länger, wenn man so will. Jetzt ist, ne, ist China ein von einem internen Konsens getragener Bedrohung de facto für die USA. Und insofern passiert da mehr, fühlt sich diese Regierung mehr dazu aufgerufen, in Vorlage zu gehen, was den Quad angeht, was AUKUS angeht, diese Verbindungen neu mit Leben zu füllen. Aber da müssen wir eben auch auf der europäischen Seite auch sagen, wir haben auch gute Ideen, wir können auch strategisch nach vorne denken. Und das entspricht natürlich nicht ganz unserer Kultur. Ich nehme sehr an, dass Präsident Biden und der Bundeskanzler im Treffen im Oval Office durchgespielt haben, was auf eine deutsche Wirtschaft zukommt, wenn es Sanktionen gegen China früher geben muss, als nur um eine Taiwan-Frage, nämlich wenn China in irgendeiner Art und Weise mit Waffenlieferungen sich einschaltet, auf eine aktivere Art und Weise in den Konflikt in der Ukraine. Der amerikanische Präsident wird den deutschen Bundeskanzler angehalten haben, dazu engere Gespräche noch zu führen mit der deutschen Wirtschaft und da noch stärker in Austausch zu treten, beziehungsweise ihn gefragt haben, wie weit die Bundesrepublik darauf vorbereitet ist, mit den Amerikanern mitzugehen. Aber mehr als mitgehen, sollten wir mit bestimmten Prozessen in Vorleistung gehen. In der Abschlusserklärung der Kommissionspräsidentin und des US-Präsidenten war schon einiges drin. Die Tatsache, dass wir uns nochmal genau anschauen wollen, also seltene Erden, rare Materialien, wie kommen wir an das ran, was unsere Volkswirtschaften weiter produktiv macht? Wie wollen wir zusammen über Exportkontrollen nachdenken? Wie wollen wir einfach gemeinsam bestimmte Entscheidungen in Zukunft treffen? Da war viel Substanzielles drin. Das würde ich mir eben auch aus den Gesprächen eines Bundeskanzlers mit einem amerikanischen Präsidenten wünschen. Und zwar, dass wir eben auch mit guten Ideen kommen und die nicht alle nur in Washington entstehen lassen müssen. War es eine gute Idee, dass Olaf Scholz nach China gereist ist vor einigen Wochen? Es war eine tragbare Idee, wie es schlussendlich lief, denn Herr Plötner ist zufälligerweise im gleichen Flieger mit mir im Oktober vor der Reise nach China, nach Washington geflogen und hat nochmal die Agenda des Bundeskanzlers mit den amerikanischen Kollegen besprochen, auch die Menschenrechtsagenda, die er vortragen wollte vor dem chinesischen Staatspräsidenten. Ich fand das Timing nicht besonders klug, als erster Staatsgast quasi anzureisen, wenn Xi Jinping nun in Anführungszeichen der Diktator auf Lebenszeit wird. Bilder sind in der Diplomatie fast ebenso wichtig wie das, was in einem Raum gesagt wird, besonders wenn es rückwirkt auf eine Demokratie oder auf unsere Systeme. Und das fand ich ein etwas unglückliches Bild. Auch die Delegationen, die Mitreisende, da musste verhandelt werden zwischen den Amerikanern und den Deutschen, ob das nicht nur optisch unklug sei, sondern eben auch faktisch unklug. Und sie haben sich schlussendlich in diesem Austausch dazu durchgerungen, dass das okay sei. Aber ich hätte mir eher eben einen europäischen Vorschuss, so wie Herr Macron das ursprünglich befürwortet hatte, also ein gemeinsames Hinfahren. Die Tatsache, dass wir uns als Europa immer wieder spalten lassen, auch die COSCO-Entscheidung, dass wir dann, mein guter Kollege Thorsten Benner hat nochmal das unterstrichen, warum lassen wir uns eigentlich von den Chinesen vorschreiben, wie wir miteinander als europäische Häfen Wettbewerb zu leisten haben. Denn die Begründung für die Zusage zum COSCO-Geschäft war ja die Tatsache, dass wenn wir jetzt nicht mit den Chinesen verhandeln würden und ihnen quasi diesen Deal ermöglichen würden, würden sie das Geld in Amsterdam oder Rotterdam oder irgendwo anders hineinspielen. Alles europäische Häfen, wieso stehen wir eigentlich nicht wie eine Phalanx zusammen und haben eine Hafenunion, wo wir dann auf, mit einer anderen Stärke in einem europäischen Rückhalt mit den Chinesen verhandeln können. Warum lassen wir uns von den Chinesen auseinandernehmen? Und das haben wir immer wieder gesehen. Insofern ist es eine für mich immer noch schwierige und volatile Situation, aber dass es zumindest darüber einen stärkeren Austausch gibt, auch transatlantisch, das ist mit Sicherheit eine gute Sache.